Die Teams von Google, aber auch von vielen anderen Firmen wenden diese Methode an. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn es macht nicht nur jedes einzelne Teammitglied produktiver und damit das ganze Team leistungsfähiger, sondern es steigert auch das Teamgefühl, das Zusammenhaltsgefühl und es steigert das Ziehen am gleichen Ziel und das Hinarbeiten aufs gleiche Ziel. Und das ist natürlich gerade in Zeiten vom Homeoffice, wo man remote arbeitet, wo man seine Kollegen vielleicht nicht Tag für Tag im Büro sieht, eine ganz besonders und herausfordernde Sache. Ich will dir in diesem Video vorstellen, was genau ich damit meine, was das für eine Methode ist, aber auch worauf du bei der Umsetzung dieser Methode unbedingt achten musst, damit sie eben ihre Wirkung entfaltet. Und du kannst das Ganze nicht nur im Team anwenden, sondern auch für dich alleine. Das heißt, du musst nicht mal unbedingt ein Team haben. Natürlich, mit Team ist es besser, aber es geht auch ohne Team. Also, lass uns rein starten in dieses Video und damit hallo und herzlich willkommen. Lass uns zum Beginn dieses Videos aber zunächst einmal das Problem beleuchten. Was haben denn unproduktive Teams? Was haben schwächere Teams eigentlich alle für einen gemeinsamen Nenner? Und da gibt es vor allem zwei Dinge. Erstens mal, die Teamkommunikation passt nicht. Und zweitens, jedes Teammitglied kocht so im Prinzip sein eigenes Süppchen, macht sein eigenes Ding und beschäftigt sich relativ wenig damit, was andere Teammitglieder tun, was die gerade machen. Und der Austausch ist somit eingeschränkt und das ist natürlich alles andere als gut und sorgt im Verlauf eines Projektes und sorgt vor allem in der Zusammenarbeit für viele, viele Probleme, die man zwar im ersten Moment vielleicht gar nicht sieht, aber die, je länger das Projekt dauert und je näher es zum Ziel hingeht, immer problematischer werden und natürlich auch immer sichtbarer werden. Ja, und am Ende kommt dann meistens immer dasselbe raus. Viel Leerlauf, viel unnütze Kilometer, viel doppelt gemachte Arbeit teilweise auch und ein Endprodukt, ja, das meistens nicht besonders berauschend ist. Wie lösen wir dieses Problem jetzt aber? Wie bringen wir dein Team von einem, das schlecht kommuniziert, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht, jetzt in ein Team, wo alle zusammenarbeiten, wo das alles passt? Und die Lösung und die Methode, die Google und viele, viele andere Firmen auch anwenden, die nennt sich Daily Huddle. Der Daily Huddle ist jetzt nichts anderes, wörtlich übersetzt, tägliches Gedränge, täglicher Haufen, so kannst du es irgendwie übersetzen. Und am ehesten trifft es noch, der Vergleich mit dem American Football. Du kennst das sicher. Vor einem Spielzug stecken da alle Spieler die Köpfe zusammen, besprechen nochmal den Spielzug durch, motivieren sich nochmal, dann gibt es ein Hu und dann gehen alle auf ihre Positionen und der Spielzug wird durchgeführt. Und ähnlich kannst du dir den Daily Huddle vorstellen. Das Team kommt zusammen und jedes einzelne Teammitglied beantwortet drei einfache Fragen. Frage Nummer 1. Was habe ich gestern getan, um die Ziele des Teams zu erreichen? Frage Nummer 2. Was will ich heute tun, um die gemeinsamen Ziele des Teams zu erreichen? Und Frage 3. Wo könnten heute Probleme oder Hindernisse auftreten? Wo kann ich Unterstützung brauchen? Wo weiß ich vielleicht nicht weiter? Und wo können mir vielleicht meine anderen Teammitglieder mit Unterstützungsmaßnahmen helfen? Das sind die drei einfachen Fragen des Daily Huddles, die dein Team unheimlich viel produktiver machen. Und sehen wir uns gleich einmal die Vorteile an, die dieser Daily Huddle mit sich bringt. Da wäre zum ersten Mal absoluter Team Spirit. Das Team steht zusammen, es bespricht sich. Jeder weiß, was der andere tut. Und das ist schon mal ein ganz anderer Effekt, als wenn jeder irgendwie sein Süppchen kocht. Und du kannst dir vorstellen, gerade in Zeiten vom Homeoffice, wie jetzt dieses Video entsteht während der Corona-Krise, ist das nochmal zusätzlich ein ganz weiterer wichtiger Faktor. Aber auch im Büro ist dieser Faktor unheimlich wichtig und Teamspirit generell eine unheimlich wichtige Sache. Zweiter ist das Ziel. Jeder kennt das Teamziel, jeder arbeitet am Teamziel, jeder weiß, woran der jeweils andere arbeitet, um das Teamziel zu erreichen. Und das ist ein ganz anderes Mindset, das macht viel produktiver, viel effizienter, aber natürlich auch viel motivierter. Und das ist natürlich ebenfalls eine unheimlich wichtige Sache. Ja, und neben dem Teamspirit, neben dem Ziel, das für jeden im Vordergrund steht, neben der Motivation und dass jeder weiß, was der andere gerade tut, ist noch ein
ganz, ganz großer Vorteil, nämlich die Hilfestellung. Du kannst auf die Ressourcen des Teams zugreifen. Frage Nummer 3 ist nicht peinlich, ist nicht irgendwas, ich muss jetzt als Hilfestellender irgendwo anklopfen und ich weiß gar nicht, wo ich die Informationen herbekomme. Nein, ich stelle dem ganzen Team die Frage, da habe ich Probleme, da habe ich ein Hindernis, da brauche ich Hilfe und Unterstützung, wer kann mir dabei helfen? Und es ist unheimlich wertvoll, was da für Unterstützung und für Hilfestellung zusammenkommt. Das soll es für dieses Video schon wieder gewesen sein. Ich habe noch einen Videotipp für dich hier unterhalb. Sieh ihn dir einfach an. Da geht es um einen Tipp, wie du besser sein kannst als andere. Und es geht um die 5H-Regel. Und den kann ich dir auf alle Fälle nur empfehlen hier unterhalb dieses Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut und genieße deinen Tag.